Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Ich wollte euch heute einfach mal die Armeeaufstellung der Warlord Box erklären, wie die in der Gentleman at War Box gebaut werden sollen, wie Warlord sich das so vorstellt. Und werde dagegen stellen eine Armeeaufstellung, so wie ich mir die vorstellen würde für den Anfänger. Und dazu werde ich ein entsprechendes Tool euch noch zeigen, was man kostenlos im Internet nutzen kann, um die Armeen zu planen. Bei der Recherche der ganzen Geschichte ist mir aufgefallen, dass die Armee so leider eigentlich gar nicht spielbar ist, weil zwei Armeeanträge im Grundbuch für die Armee fehlen, die Warlord sich so vorstellt. Aber das ist nicht das Problem, weil durch diesen Army-Builder, auf den wir gleich gehen werden, können wir uns die Armee-Einträge entsprechend dort generieren lassen. Des Weiteren würde ich dann gleich einfach in die Desktop-Ansicht schwenken, damit ich euch das alles zeigen kann, was ich mir da so gedacht habe und wie man das alles am besten machen kann. Ein paar Tipps gebe ich am Ende noch, wo man noch ein bisschen nach Ressourcen schauen kann. Und ja, würde sagen, wir starten einfach mal los. Bleibt mir noch schnell zu sagen, nochmal schönen Dank an den Taschendeckel-Dieb für die Unterstützung durch die Box. Und alle Links, die ihr benötigt, werden wir unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Ja, dann würde ich sagen, schwenken wir einfach mal auf den Desktop. Auf der Seite easyarmy.com gibt es die Möglichkeit, für Bold Action einen entsprechenden Army Builder zu benutzen. Da müsst ihr einfach nur den Bold Action Icons folgen, immer da entsprechend draufklicken. Die Werbung entsprechend ein wenig ignorieren oder ausexen, wie ihr da lustig seid. Ja, im oberen Bereich, oben rechts, gibt es die Möglichkeit, sich zu registrieren. Das solltet ihr auch tun, damit ihr das Tool nutzen könnt. Ich könnte natürlich jetzt auf Login drücken, weil ich natürlich einen Login schon besitze. Wenn ihr auf Register klickt, müsst ihr entsprechend hier mit eurer E-Mail und einem wiederholten Passwort euch anmelden. Einmal das übliche Capture ausfüllen und bekommt dann eine Registrierungsmail, die ihr noch bestätigen müsst und könnt euch dann entsprechend anmelden. Wenn ihr euch angemeldet habt, einfach wieder zurückgehen auf die entsprechende Seite und hier kann man einmal auf die Homepage wieder zurücklaufen, wo wir gerade hergekommen sind, eine neue Liste machen, das ist das, was wir auch tun wollen. Und kann dann im oberen Bereich die Partei, die man konfigurieren möchte, auswählen. Der große Vorteil hierbei ist natürlich, dass man auch ohne, dass man das Armeebuch hat, sich seine Armee zusammenbauen kann. Gerade im Vorfeld, wenn man sich Einheiten neu anschaffen möchte oder einfach gucken möchte, was für Regeln entsprechend da sind und ob diese Einheiten einem passen. Genau das wollen wir ja im Grunde genommen hier machen, wollen herausfinden, wie wir am besten die Miniaturen in der Box zusammenbauen, damit wir sie bestmöglich nutzen können. Ja, in meinem Fall natürlich entsprechend die britischen. Wie man sieht, gibt es dann ganz viele Auswahlen an Armeelisten, an Theaterlisten, die man hier machen kann. Ich scroll mal einfach ganz doof nach unten. Also es sind wirklich eine Masse. Die kommen daher, dass wir einmal die generische Armeeliste haben, die wir gleich auch benutzen werden, um unsere Figuren zu bauen, also um unsere Armee zu machen. Dann gibt es natürlich das entsprechende Armeebuch. Wir stehen hier hinten, steht immer die Quelle, wo es herkommt. Sind einige von diesen Theaterlisten halt dann im Armeebuch enthalten. Und als dritte Quelle haben wir entsprechend die
Kampagnenbücher, in denen auch immer noch detaillierte Theaterlisten drin sind, zu gewissen Szenarios, die man dann entsprechend machen kann. Warum macht Warlord das an dieser Stelle? Ja gut, das generische Platoon ist klar. Da können wir aus sämtlichen Einheiten auswählen, die wir haben und können entsprechend uns eine Armee zusammenklicken, wie wir die gerne hätten. Wenn wir etwas genauer auf diese Theaterlisten schauen, dann haben wir natürlich den leichten Unterschied, dass nicht alle Einheiten immer verfügbar waren. Sprich, entweder aus versorgungstechnischem Aspekt oder ganz einfach, weil es diese Einheiten noch gar nicht gab. Wir haben im Grunde genommen drei Perioden innerhalb des Krieges, der sogenannte Early, der Mid und der Late War. Der Afrikakrieg hat sich zum Großteil im Early und Mid War hat da stattgefunden. Dementsprechend bewegen wir uns da ein bisschen. Wir werden nicht hundertprozentig drauf schauen, was die Einheiten so können. Wir werden jetzt hier für die Starterbox das einmal so ein bisschen beleuchten, dass wir Early als auch Mid-War Armeen bauen können. Das heißt, da haben manche Einheiten etwas andere Ausrüstung. Dementsprechend schauen wir uns das genau an. Genau. Ja, dann suche ich mir jetzt einmal das generische Platoon raus. Wie immer sehe ich es nicht sofort. Wie ich gerade sehe, gibt es sogar aus dem Regelbuch mittlerweile eine Rulebook-Only. Genau die werden wir jetzt auch benutzen, weil wir dann den großen Vorteil haben, dass wir wirklich nur die Einheiten benutzen können, die auch im Regelbuch drin ist. Das ist ja genau das, was wir möchten. So, da klicke ich jetzt auch einfach einmal drauf. Und danach bekommen wir hier eine große Auswahl der Sachen, die wir einfach benutzen können. Warlord hat jetzt vorgeschlagen, dass man einmal einen Offizier mit zwei Kompagnons baut. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir auf die Offiziersauswahl gehen. Und ich einfach mal von oben nach unten erkläre, was man hier auswählen kann. Es gibt bei den Miniaturen, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs schon mal auf regeltechnische Sachen, gibt es die Möglichkeit, einmal die Miniaturen als Unerfahrene auszuwählen, als Reguläre oder als Veteranen. Unerfahrene, klar, sind irgendwelche neu ausgebildeten Truppen, die gerade neu an die Front kommen. Reguläre sollten schon einige Gefechte hinter sich haben und Veteranen sind solche, die aus dem Ersten Weltkrieg kommen, schon eine Masse Schlachten hinter sich haben oder eine Spezialausbildung haben, wie hinterher in den späteren Kriegszeiten die Kommandos, die Airborns, das sind immer Einheiten, die entsprechend Veteranen sind, weil die wirklich eine entsprechend gute Ausbildung haben. Die sind nicht nur einfach zum Wehrdienst, haben eine sechswöchige Grundausbildung, sondern die werden ja schon etwas anders gedrillt. So, darunter steht dann immer, wie das Team aufgebaut ist. Hier oder aufgebaut sein kann. Hier hat man einen Offizier, den man auswählt und kann bis zu zwei Figuren hinzufügen. Als Waffen ist ganz wichtig,
Er kann eine Pistole, eine Submachine Gun oder ein Gewehr haben und das wird ganz einfach am Modell dargestellt. Das heißt, so wie ich den baue, diese Bewaffnung hat er auch. Die kostet hier im Falle des Offiziers auch nicht mehr. Man kann hier oben dann entsprechend den regulären Leutnant auswählen. Ich werde die komplette Liste regulär bauen. Das heißt, es sind reguläre Einheiten, keine Veteranen, keine Unerfahrenen, sondern wir haben hier totale Standardwerte, so dass wir auf der kompletten Armeeschiene uns nicht beim Spielen Gedanken machen müssen, was für eine Qualität hat haben die jetzt. Deswegen werde ich alles auf regulär setzen. Ist zum Lernen der ganzen Geschichte viel einfacher. So, entsprechend will Warlord diese Trupp als Drei-Mann-Trupp machen. Genau das werde ich auch tun. Man kann also hier entsprechend der Qualität hier oben die zusätzlichen Soldaten auswählen in der entsprechenden Qualität. Hinten natürlich entsprechend mit dem Dropdown-Menü die Menge noch einstellen. Und dann gibt es hier unten noch die fünf Möglichkeiten. Einmal das zu safen, die Auswahl, die ich oben gemacht habe, wieder zurückzusetzen. Wenn ich in eine Auswahl reingehe, die ich schon mal gesaved habe, kann ich diese auch clearen. Das heißt, dann lösche ich praktisch die Auswahl. Ich kann speichern und zurück wieder ins Hauptmenü springen und ich kann speichern und mir die Armee anzeigen lassen. Das machen wir jetzt nicht. Wir sagen jetzt einfach nur Save and Back und dementsprechend sehen wir, dass wir hier oben dann sofort auch schon eine gewisse Punktezahl stehen haben. Ich habe jetzt einen qualitativ hochwertigen Offizier genommen, einfach nur, weil wir eine sehr gleichwertige Truppe haben auf beiden Seiten, die Deutschen als auch die Briten. Deswegen macht das im Großen gar nichts aus. Der Deutsche sollte das natürlich, die deutsche Seite sollte das natürlich entsprechend auch tun, damit wir die Einheiten bzw. die Armeen auch vergleichbar haben können. So. Wie man sieht, kann man hier entsprechend nur drei verschiedene Einheiten auswählen. Das kann ich nachher mal zeigen, wie viele Einheiten das sind, wenn man in eine andere Liste reingeht. Wie gesagt, im Grundbuch sind wirklich sehr abgespeckt nur die Einheiten drin. Wir wollen eine reguläre Infanterie-Sektion machen. Die klicken wir jetzt mal an. Und Warlord hat hier vorgeschlagen, dass wir 8-Mann-Sektionen machen. Das heißt also, wir haben einen NCO, welcher der Corporal ist, also der Führer der Einheit, und würden entsprechend 7 reguläre Soldaten dazu buchen. Hier steht dann auch wieder, wie man die zusammensetzen kann. Das heißt, ein NCO, also ein Führer der Einheit, und 4 normale Minis, Soldaten sind automatisch dabei und man kann bis zu 5 Soldaten mit Gewehren hinzufügen. Die Einheit hat standardmäßig Gewehre und dann hat man hier im unteren Bereich eine gewisse Auswahl. Jetzt haben wir auf der Seite schon eine Sache, die wir beachten möchten müssten, wie wir spielen wollen. Wenn wir auf lange Sicht auf Kampagnen spielen möchten, dann sollte man sich die Gedanken machen, wie man sie ausstattet, weil im Early War können die Trupps keine Submachine Guns benutzen. Das heißt, ich könnte sie nur mit Gewehren, einem leichten Maschinengewehr und Anti-Tank-Grenades ausrüsten. Wenn ich im Mid-War bin, kann ich allerdings dem NCO eine Submachine Gun geben und einem Soldaten. Das heißt, im Early War sind laut den Regelbüchern keine Submachine Guns zur Verfügung. Das sollen wir hier jetzt natürlich nicht machen. Es steht im Gentleman's War Beibuch drin, dass wir den NCO mit einer Submachine Gun ausrüsten sollen, haben uns dann natürlich theoretisch versperrt, dass wir auch im Early War mit unserem Spielen anfangen können. Aber das können wir über einen kleinen Trick nachher so machen, dass das gar nicht so schlimm ist.
Da komme ich dann nachher dazu, wenn ich meine eigene Liste baue. Ja, ich würde auf alle Fälle, wie es auch gebeten wird in den Regeln hier, ein leichtes Maschinengewehr hinzufügen. Dabei wird dann ein anderer zum zweiten Mann des Maschinengewehrteams. Aber zu den Regeln kommen wir dann entsprechend, wenn wir das Spielen lernen. Man kann den Squad jetzt noch mit Granaten ausstatten. Das ist aber im Buch, in dem Booklet auch nicht vorgesehen. Dementsprechend bleiben wir ganz einfach bei dieser Einheit, sagen dann Safe and Back und haben dann entsprechend hier die Einheit ausgewählt. Wenn man hier nochmal was ändern möchte, kann man hier reinklicken. Kann zum Beispiel hier sagen, die Änderung auswählen und einfach sagen Save. Dann sieht man, hat sich hier oben die Zahl verändert. Und ja, da wir das aber nicht wollen, zack, sage ich hier nochmal, wir gehen auf 8 Männchen, zack, Save and Back. Und wir sind wieder bei 198 Punkten. So, das gleiche wählen wir jetzt nochmal aus, weil das sollen wir zweimal machen. Wie gehabt, 8 Minis, eine MP, ein leichtes Machine Gun, Safe and Back. So, das wären, wenn wir jetzt alles mal zusammenrechnen, 8, 16, 19 Miniaturen. Jetzt kommen noch zwei Einheiten dabei. Einmal das Anti-Tank-Team. Und jetzt sehen wir schon genau das Problem, was wir nämlich eigentlich mit der ganzen Geschichte haben. Das Booklet schlägt vor, dass wir ein Anti-Tank-Gun-Team bauen sollen, was wir aber laut dem Grundbuch gar nicht spielen können. Das gleiche ist das Problem mit dem Mörser, den wir bauen sollen. Wir können leider nur einen Medium-Mörser spielen. Das heißt also, im Endeffekt können wir hier drin schon die Liste nicht bauen und ich fange noch mal ganz neu an. So, das werde ich jetzt eben machen. Das Fahrzeug kann ich hier noch auswählen. Das ist also kein Problem. Dementsprechend bereite ich jetzt mal ganz schnell die andere Liste vor, damit ihr seht, wie das mit der anderen Liste dann zu bauen ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann erkläre ich euch die Liste noch einmal. So, was man in der generischen Liste natürlich sieht, ist, dass man viel, viel mehr Sachen zur Auswahl hat. Und ja, da kommen wir jetzt einfach mal schnell dazu, dass ich die Sachen zusammenklicke. Das werde ich jetzt im Schnelldurchlauf machen und dann sage ich was dazu. So, jetzt sind wir soweit, dass wir an der Stelle weitermachen können, wo wir gerade waren. Hier könnten wir noch einmal kurz schauen. Ich öffne hier mal eine zusätzliche Infanterie-Slot. Man sieht wirklich durch die ganzen Sachen, die in den anderen Büchern stehen, sprich in den Armeebüchern und in den ganzen Kampagnenbüchern, hat man unwahrscheinlich viele Einheiten, die man einsetzen kann. Im Grundbuch ist das alles nur zusammengefasst. Dementsprechend ja, hat man hier die Möglichkeit, was auszuwählen. Ich habe vorhin, wie ihr das gesehen habt, ja hier reguläre mit Late War ausgewählt, weil wir hier bei der regulären Infanterie-Section im Early War, wenn ich die mal anklicke, wie man das ja hier sieht, keine MP auswählen kann. Das allerdings der Vorschlag halt von Warlord ist im Booklet. Dementsprechend wollen wir das nicht machen. So, gehen wir zurück.
Die beiden sind ausgewählt. Das sind schon mal die ersten drei Befehlswürfel. Dann können wir hier entsprechend natürlich beim Anti-Tank-Team auch hier das Boys Anti-Tank-Team auswählen, was wir ja gerade in der Liste nicht konnten. Das Problem im Grunde genommen ist, dass dieses Booklet leider mit dem Grundbuch so nicht spielbar ist. Das heißt, man müsste theoretisch sich schon ein Armeebuch dabei kaufen, damit das überhaupt funktioniert, dass man die Daten für das entsprechende Anti-Tank-Rifle-Team und auch für den leichten Mörser bekommt. Das ist leider schade. Das ist so eine kleine Sache. Man hätte vielleicht wie bei der Band of Brothers Box für die Airborne so einen kleinen Zettel dabei legen können, wo die beiden Einheiten drauf sind. Das wäre jetzt wenigstens der kleine Effekt gewesen, der was gebracht hätte. Ja, hier entsprechend auch der Leitmotor, der ausgewählt wird. Und als Fahrzeug haben wir ja dann noch das Armored Car da drin, den Humber. Den gibt es in der Mark II und in der Mark IV Ausführung. Ich baue den Mark II, so wie es vorgeschlagen ist. Einmal geschaut, der Mark IV, was ist denn der Unterschied? Hat eine leichte Anti-Tankern, das heißt eine kleine Kanone, anstatt der leichten Autokanone, die im Grunde genommen ja ein großes, so ein Zwischending zwischen einem Kanone und einem MG ist, mit einem etwas größeren Kaliber, dementsprechend auch ganz gut funktioniert. Ja, hier gehe ich mal eben zurück. Safe and back, weil wir dich nicht wollen. Das Armored Car einmal ausgewählt. Den Mark II. Und dementsprechend auch hier, wie besprochen, regulär. Safe and back. So, jetzt haben wir unsere Truppe soweit ausgewählt. Wir sehen, wir sind knapp unter 500 Punkte. Die Standardspielgröße ist ja immer so 1000 Punkte bis 1250. Das auf den meisten Turnieren immer angesagt ist, wenn wir in die Szenarien in den Kampagnenbüchern schauen, sind die meisten auch immer für 1000 Punkte ausgelegt. Und ja, dementsprechend haben wir schon mal einen ganz guten Grundstock. Aber wie wir das ja schon gesagt haben, in der nächsten Staffel werden wir das entsprechend erweitern. So, jetzt gibt es die Möglichkeit natürlich, die Auswahlen, die wir hier haben, so zu benutzen. Wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, wir haben drei Miniaturen für den First Lieutenant und seine zwei Kumpels. Dann haben wir 2x8 Figuren für die Infanterie-Miniaturen, haben zwei Miniaturen für das Mortar-Team und zwei Miniaturen für das Boys Anti-Tank-Rifle-Team. Wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, sind das 23 Miniaturen. Warum baut Warlord hier die eine Miniatur nicht? Das ist schon eine Sache, die ich nicht verstehe. Und wie gesagt, dass diese beiden Sachen nicht funktionieren, ist auch sehr schade. Gut, wir schauen uns jetzt einmal die entsprechende Liste an. Wenn wir die ganze Sache ausgewählt haben, können wir hier entsprechend nicht auf Saved gehen. Das ist ganz wichtig. Dort sind die Sachen, die man schon gebaut hat, hinterlegt. Man hat eine gewisse Menge an Listen, die man abspeichern kann. Die speichern relativ automatisch. Nicht relativ, sondern die speichern automatisch. Man kann hier entsprechend noch einen Namen vergeben für die Liste, kann diese Liste kopieren, kann das erste Platoon hier wieder löschen. Also clearen, löschen und alle Platoons löschen. Nein, clearen. Also alles wieder leer machen. Man kann an so einer Armee mehrere Kompanien, nein, mehrere Platoons hinten dranhängen.
Das heißt, wenn man mit mehreren von diesen Platoons arbeiten möchte, könnte man hier entsprechend eine andere Liste hinterlegen und könnte dort weiterbauen. Genau. So, ich gehe wieder zurück zum ersten Platoon. Das kann man dann entsprechend hier oben auswählen. Ja, View. Das ist eigentlich so mit das Wichtigste, was man immer hat. Daraus wird dann eine schöne Liste generiert, wo man genau sieht, was für Miniaturen man hat. Das heißt, man hat hier einen ersten Leutnant mit Pistole oder mit Submachine Gun oder mit Rifle. Dementsprechend sieht man im hinteren Bereich die Werte der Waffen und was für Regeln die haben. Und hier oben rechts auch entsprechend, wie viele Punkte die Einheit dann zusammen kostet. Das gleiche haben wir hier mit den beiden Einheiten von der Infanterie. Der leichte Mörser, der von Warlord hier präferiert wird, und das Boys Anti-Tank-Rifle-Team. Und das Fahrzeug, was noch in der Box ist, entsprechend auch. Wie gesagt, ich habe alles auf regulär gebaut. Dementsprechend kommen wir jetzt bei 461 Punkte raus. Wir können dann, wenn wir zum Spielen gehen möchten, das entsprechend auch noch in ein PDF machen. Man kann es direkt auf den Drucker schicken oder es per E-Mail senden. Man kann eine entsprechende Liste direkt an ein, ja, wenn man ein Tournament, also eine, jetzt habe ich gerade einen Hänger, ein entsprechendes eine Veranstaltung besucht, wo man gegeneinander spielen kann, kann man das entsprechend auch weiterschicken. Das habe ich noch nie genutzt, deswegen erkläre ich das jetzt gerade mal nicht. Ja, und hier kann man noch so ein bisschen formatieren, wie diese Seite der dann aussehen soll. Im unteren Bereich, das finde ich sehr gut, sind zusammengefasst, was wir an Sonderregeln haben, sprich die Sonderregeln, da kommen wir ja noch beim Spielenlernen drauf zu. Es gibt gewisse Sonderregeln, die Waffen haben können. Es gibt Sonderregeln, die ein Team haben kann. Ein Fahrzeug kann Sonderregeln haben. Die werden alle hier im entsprechenden ausgewertet bzw. hier aufgeschrieben. Und ja, stehen entweder textlich dabei, dass man weiß, was da drin steht, oder es gibt einen entsprechenden Verweis auf das Regelbuch. Wenn nur eine Seite dabei steht, ist das eigentlich immer das Hauptregelbuch. Wenn eine Regel schon mal aus einem anderen Buch kommt, dann steht auch bei, in welchem Kampagnenbuch das da ist und steht. Genau. Ganz praktisch ist dann im Endeffekt auch eine Picklist. Das heißt, man bekommt angezeigt, was man an Miniaturen mitnehmen muss. Sprich, sein Fahrzeug, seine Figuren, da nicht aufgeschlüsselt als Einheit, sondern wirklich, welche Miniaturen muss ich mir greifen? Ich muss mir 12 Miniaturen mit Gewehr greifen, ich muss mir einen Mortar greifen, ich muss mir zwei Submachine Guns greifen, ich brauche zwei Light Machine Guns, dann brauche ich zwei Figuren, die equipped as modeled sind, das heißt also, wie es am Modell dargestellt ist. Ja, ein Offizier und ein Anti-Tank-Rifle-Team. Wichtig ist, die 1 bedeutet Team. Das heißt, es sind immer zwei Miniaturen, die zu diesen Teams gehören. Bei einem Medium Mortar sind es zum Beispiel drei Figuren. Das steht aber immer entsprechend im Armeelisteneintrag drin, wie viele Miniaturen das sind. Oder in unserem Fall natürlich hier nicht hier auf der Liste, sondern es stimmt nicht ganz. Hier steht es sogar bei. Sehe ich gerade. Ich dachte gerade, das wäre nur in dem Eintrag, aber hier steht auch dabei, dass das ein Team ist und sie sind zwei Mann. Hätte ich jetzt hier ein Medium ausgewählt, würde hier drei Mann stehen. Ein Medium Mortar. Genau. So viel zur Funktionsweise von Easy Army. Es gibt noch andere Tools, die es da gibt. Ich habe noch ein Tool auf dem Handy im Einsatz, Second in Command.
Bold Action. Das ist eine relativ neue Plattform, die gibt es fürs iOS. Ich weiß nicht, ob es das auch für Android gibt. Das müsstet ihr dann selber mal schauen. Das ist auch relativ gut. Da stehen zum Teil sogar noch Regeln und Listen aus dem Grundbuch mit drin, die man mal eben auf dem Handy nachgucken kann. Da muss man nicht immer die Bücher wälzen. Das ist auch noch eine nette Sache. Und man hat immer die Listen dabei. Da sind auch soweit alle Kampagnenbücher mit eingepflegt, die Armeebücher. Und dementsprechend kann man auch da on the fly mal eben eine Liste bauen. Ja, die dritte Möglichkeit gibt es natürlich immer noch, die Liste zu Fuß zu bauen, sich einen Zettel zu nehmen, einen Bleistift und entsprechend das Buch zu wälzen. Dabei haben wir nur halt jetzt das Problem, dass wir da der leichte Mörser und das Anti-Tank-Team nicht in den Büchern, die in der Box dabei sind, stehen. Wir das Problem haben, dass wir da natürlich die Punktekosten nicht kennen und auch entsprechend die Regeln und Werte des Eintrags. Das ist leider schade. Da könnte man von Boardout-Seite auch noch nachbessern. Genau, das wäre es jetzt erstmal zu der Liste, die Boardout sich hier ausgedacht hat. Ist nicht ganz meine Wahl, die ich getätigt hätte. Sie wollten natürlich hier entsprechend die Miniaturen verbauen, die in dem Gussrahmen sind. Aber ja, wir schauen jetzt noch einmal ganz kurz. Das mache ich auch relativ gerafft, was ich ändere. Das heißt also, ich würde jetzt einfach diese Liste nehmen, würde die in meine Wahl umändern, so dass wir alle 24 Miniaturen benutzen und auch die im Grundbuch abgespeckten Sonderregeln der Armeen benutzen können. Das heißt, die Engländer haben zwei Sonderregeln, die zum Einsatz kommen, wenn man entsprechend die Miniatur dafür auswählt. Das heißt, eine der Sonderregeln ist ganz besonders. Und der Deutsche hat auch Sonderregeln, die ihm zum Beispiel ermöglichen, mit dem MG einen Schuss mehr zu machen. Das sind sehr wichtige Regeln, die ich meine, mit zum Spielen dazugehören und dementsprechend ja abgespeckt auch im Grundbuch stehen. Und die sollten wir eigentlich auch nutzen. Das wird jetzt hier in diesem Booklet leider nicht vorgeschlagen, aber finde ich, ist eine sehr wichtige Sache, die wir auch gleich mitlernen sollten, wenn wir das Spiel angehen. Da jede der Fraktionen, sprich Deutsche, Amerikaner, Engländer, Franzosen, Italiener, alle eigene Sonderregeln mitbringen, sollte man die auch entsprechend einsetzen, wenn das funktioniert. Genau, das werde ich jetzt mal eben machen. Ich bereite das kurz vor und dann sprechen wir gleich kurz über die Liste, die ich präferieren würde. So, kommen wir jetzt zu der Liste, so wie ich sie bauen würde. Kommen wir zuerst zum First Leutnant. Warlord schlägt dir vor, drei Figuren aufzustellen. Der große Nachteil dabei ist, eine Einheit, die kleiner als drei ist, sprich zwei Miniaturen, die gilt als kleines Team, ist so bei den Regeln schlechter zu treffen. Das lernt er dann, wenn wir das Spielen lernen. Hat hier natürlich einen großen Vorteil, dass man eine Einheit hat, die klein ist. Sie hat halt einen Lebenspunkt auch weniger, das ist der Nachteil, wie die von Warlord vorgeschlagene. Aber sie partizipiert auf dieser Schiene von einem schlechteren Trefferwert. Und entsprechend sehe ich das als kleinen Vorteil. Genau. Die Einheit ist natürlich entsprechend 10 Punkte billiger. Dadurch haben wir was gespart und haben noch eine Miniatur über. Dementsprechend sind wir da auf der sicheren Seite. So, der leichte Mörser ist meines Erachtens für einen Startspieler eine sehr schwierig zu spielende Einheit. Sie hat eine sehr kurze Reichweite von nur 24 Zoll. Das heißt, jedes Gewehr, was in Reichweite ist, kann auf den Mörser schießen. Und sie ist eine bewegliche Einheit, sprich,
Sie kann nur schießen zwischen 12 und 24 Zoll. Das heißt, unterhalb von 12 Zoll kann der Mörser das Ziel gar nicht anvisieren, beziehungsweise schon anvisieren, aber der Schuss schlägt fehl. Wenn wir den Mörser stationär irgendwo stehen lassen, ist das auch in Ordnung. Müssen wir allerdings warten, bis irgendwann die Einheit, die ich beschießen will, natürlich entsprechend in der Reichweite ist. Das ist für mich sehr schwer zu spielen am Anfang. Dementsprechend würde ich vorschlagen, den leichten Mörser erst später ins Spiel zu bringen. Ja, man hat die Bauoptionen bei den Figuren. Man könnte sie auch bauen, wenn man das unbedingt möchte. Ich persönlich würde sie rauslassen. Wie gesagt, eine sehr gute Einheit eigentlich, weil auch günstig, aber sie ist schwer zu spielen. Man hätte noch den einen Vorteil, man kann Rauchgranaten verschießen mit einem leichten Mörser, die 3 oder 4 Zoll Durchmesser Rauch schmeißen könnte. Aber auch das ist eine sehr regellastige Sache. Auch für den Anfang sehe ich das kritisch. Genau, das Boys Anti-Tank Rifle Team habe ich belassen, wie es war. Und den Humber Mark II habe ich auch entsprechend in der Liste ganz normal drin gelassen. Was ich jetzt geändert habe, dadurch, dass ich Miniaturen gespart habe, habe ich der regulären Infanterie eine weitere Miniatur hinzugefügt. Das heißt, wir haben auf der Ebene 9 Mann reguläre Infanterie-Squads. Entschuldigung. Allerdings habe ich hier auch die Early War-Truppen benutzt. Sprich, hier kann ich dem NCO keine SMG auswählen. Das hat den großen Vorteil, dass ich in jeder Periode spielen kann. Und die MPs, die ich für den Mid-War benötige, sprich oder besetzen kann, die würde ich bautechnisch an die Offiziere bauen. Das heißt, der zweite Mann vom Offizier bekommt auch eine MP. Und wenn ich mit War spielen möchte, kann ich diese MP-Miniatur in die reguläre Einheit setzen und kann einen Gewehrmann dem Offizier mitgeben. Das heißt, ich könnte so beide Perioden ohne Probleme abdecken. Die zweite Miniatur, die für die zweite Einheit dann das gleiche praktisch macht, ist die, zu der ich jetzt komme. Das wäre nämlich der freie Forward Observer. Die Briten haben eine Sonderregel, mit denen sie frei eine Miniatur bekommen. Die steht auch im Grundbuch schon mit drin. Ist entsprechend natürlich zu nutzen. Ich würde auch empfehlen, diese Sonderregeln, die dort enthalten sind, mitzuspielen, weil das eigentlich die Armeen ausmacht. Wie ich das vorhin schon erwähnt habe, haben die Deutschen auch zwei Regeln drin. Das ist einmal die Knochensäge, das heißt, dass MGs in der deutschen Armeeliste immer einen Schuss mehr generieren. Normales LMG zum Beispiel macht 4 Schuss und das deutsche leichte Maschinengewehr macht dann entsprechend 5 Schuss beim Feuern. Genau, es hat halt eine höhere Feuerrate. Des Weiteren haben die Deutschen noch die Regel, dass wenn der NCO in einer Infanterietruppe stirbt, kann gewürfelt werden, ob ein regulärer Infanterist diese Stelle übernimmt. Dementsprechend ein Moralbonus weiter gewährt wird, der später, wenn wir das Spielen lernen, auch entsprechend wichtig wird. Das sind so diese beiden Sachen. Das unterscheidet die Armeen sehr stark im Spiel und ist meines Erachtens grundlegend für das Spiel. Deswegen würde ich auf alle Fälle das hier mit reinnehmen. Bei den Engländern haben wir dann einmal die Regel für den freien Forward Observer, sprich ich kann einen Artillerie-Offizier mitnehmen, der einen Artillerieschlag anfordern kann, einmal im Spiel. Und die zweite Regel ist das sogenannte vorbereitende Bombardement. Es gibt
Szenarien, in denen so ein einleitendes Bombardement mit drin ist. Und wenn dort die Effekte von diesem vorbereiteten, das ist auch ein Artillerieschlag, der halt im Vorhinein aus dem Hinterland kommt irgendwo, dann kann man bei den Ergebnissen 2W6 würfeln und kann sich den besseren aussuchen. Das heißt, auch das hat einen besseren Effekt. Hat jetzt nicht leider in jedem entsprechenden Spiel den Effekt, weil das auch vorgesehen sein muss, dieses einleitende Bombardement. Aber ist auch eine sehr wichtige Regel, die halt hier bei den Briten da ist. Die würde ich auf alle Fälle einrichten, beziehungsweise nicht einrichten, sondern ich würde sie auf alle Fälle nutzen. Wie gesagt, also das macht viel, viel an der Armee aus. Dementsprechend habe ich den freien Forward Observer hier mit hineingenommen, habe ihm noch einen Kompagnon an die Seite gestellt und auch da würde ich das mit der MP machen. Ich würde die beiden, weil es hier, das sind wieder Einheiten, wo die Darstellung halt ist, Waffe wie am Modell. Und genau da würde ich auch die zweite MP reinsetzen und dann kann man entsprechend da so ein bisschen hin und her shiften mit den Miniaturen. Genau. Ja, der freie Forward Observer kostet natürlich nichts. Die zusätzliche Miniatur entsprechen 10%, der 10 Punkte, da es auch eine reguläre Figur ist. Hier jetzt auch alles regulär. Wir sehen, wir haben natürlich hier jetzt eine etwas kleinere Punktzahl, aber meines Erachtens ist diese Armee für den Anfang etwas spielbarer und nutzt halt auch alles aus, was die britische Armee laut dem Grundbuch an Vorteilen hat. Genau, das wäre so meine Auswahl. Und wenn wir dann natürlich die Miniaturen zusammenzählen, kommen wir auf die kompletten 24, was den großen Vorteil hat, dass ich einfach auch alle Miniaturen einsetzen kann, die ich entsprechend haben möchte. Wenn man natürlich jetzt den Offizier einsetzen möchte, mit zwei Kompagnons, so wie Warlord das macht, kann man das natürlich auch. Dann nimmt man einfach beim Observer die eine Miniatur weg und tut sie oben bei dem Kollegen dabei. Der Forward Observer hat im Grunde genommen nur die Aufgabe, diesen Artillerieschlag anzufordern und ist danach nur noch eine allein laufende Miniatur. Oder halt entsprechend, wenn es ein kleines Team aus Zweien ist, auch eine Einheit, die vielleicht auch mal ein Missionsziel oder so halten kann. Das heißt, es gibt gewisse Szenarien, wo man ein Missionsziel hat, wo man dann sich dran stellen muss, um das zu halten. Und da hätte man hier natürlich noch eine entsprechende Einheit. Das können nämlich Fahrzeuge zum Beispiel nicht. Das ist auch eine Infanteriesache, dass man entsprechend Missionsziele halten kann. Mit der Liste wäre man auf alle Fälle etwas flexibler und das wäre hier mein Vorschlag. Genau. Ja, des Weiteren hätte ich jetzt nicht mehr sehr viel zu sagen. Ich würde jetzt zurückkommen dann zum Fazit der ganzen Geschichte und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe hier noch einmal das PDF generiert von der Liste, die wir gerade gesehen haben. Und wollte hier als Fazit einfach nochmal drauf gucken, dass ihr hier seht, dass wir mit den Einheiten 6 Order Dice benutzen. Das ist genau die Menge, die wir pro Partei im A Gentleman's War drin haben. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Gentleman at War, dafür Entschuldigung. Die Box heißt natürlich A Gentleman's War. Sehen hier oben rechts auch entsprechend die Komplettpunktekosten, haben, wie ich das ja vorhin schon gezeigt habe, auch auf der Webseite die ganzen Einheiten stehen, unten die Sonderregeln und die gute Picklist. Ja, das Ganze kann man sich auch entsprechend an ein Pad schicken oder als PDF ausdrucken oder, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Da seid ihr ja bestimmt auch selber findig und wahrscheinlich noch findiger als ich. Dementsprechend viel Spaß damit. Ja, ich hatte jetzt nochmal sicherheitshalber geschaut, ob es auf den offiziellen Webseiten von Warlord gegebenenfalls einen Zusatz gibt, wo die beiden Einheiten, die ich sträflich vermisse, abgebildet sind. Dem ist leider nicht so. Das heißt, ich habe einmal auf der Hauptseite geschaut. An der Gentleman's War Box selber gibt es keinen Kommentar dazu.
Das heißt, da steht nichts drin. Habe auch in der Community geschaut. Wenn man auf die Warlord-Seite geht, gibt es hier auf der rechten Seite die Community. Da kann man entsprechend über Artikel, Diskussionsforum etc. sich auch informieren. Das ist auch immer ganz gerne gemacht. Und wenn man auf die Community klickt, hier entsprechend kann man viele interessante Artikel auch zu allen anderen Spielsystemen, die Warlord anbietet, sehen und kann auch im Ganzen hier auch auf Bold Action oder auf spezielle Sachen filtern. Genau. Die letzte Sache, die ich noch kurz erwähnen möchte, das ist, das System wird regelmäßig erratiert. Das heißt, wenn man Fragen hat und was nicht weiß oder einem nicht ganz klar sind, das Regelbuch oder auch die ganzen Kampagnenbücher umfasst, gibt es entsprechend hier auf der Webseite einen Errater down zu loaden. Das wird auch immer, ich sag jetzt mal, im Turnus von alle halbe Jahr ungefähr überarbeitet. Ja, und das letzte ist, glaube ich, aus dem September. Da kann man gerne reinschauen. Vielleicht wird da auch ein Errater noch nachgereicht, wo dann vielleicht die Einheiten drin sind. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir natürlich jetzt eher in der ersten Staffel nur diese Box bearbeiten und das Grundbuch. Dementsprechend werden wir in der zweiten Staffel natürlich mit mehr Sonderregeln arbeiten können, gerade was im Armeebuch noch drin ist. Da sind gerade armeespezifisch nochmal sehr viele Regeln drin, die ganz viel Spaß machen, gerade bei den Briten, die haben eine unwahrscheinliche große Palette an Sonderregeln, die werden wir aber dann entsprechend in der zweiten Staffel auch vorstellen. Das werde ich verbinden entsprechend mit einem Armeebuch, mit einer Armeebuchvorstellung und hoffe, dass ihr da Spaß dran habt. Dann irgendwann werden wir auch zu den Kampagnenbüchern noch kommen. Da sind auch eine Masse kampagnenbezogene Sonderregeln dann immer drin. Ich sag mal so, gerade so wüstenspezifisch wie Sand und irgendwelche Dünen und so, das sind ja auch andere Formen von Sonderregeln, die wir haben, die beim Spielen entsprechend Beachtung haben. Die werden wir dann irgendwann auch mal ansprechen und durchnehmen. Da könnte auch noch auf eine Masse gefasst sein. Das sind jetzt so die ersten Sachen, die wir alle nur ansprechen. Wie gesagt, nur die Box ist in der ersten Staffel unser ausschlaggebendes Werkzeug. Ja, ich hoffe, ihr habt viele Informationen herausgezogen. Bedanke mich auf alle Fälle für die Geduld. Das hat doch etwas länger gedauert und es ist ja sehr, sehr theoretisch diesmal. Aber es ist ja wichtig, dass wir die Armee auch vernünftig anfangen zu bauen und uns nicht hinterher ärgern, dass die Figuren falsch gebaut worden sind oder wir sie nicht so verwenden können und wir dann nochmal dran gehen. Deswegen lieber vorher mal drüber gesprochen und hinterher nicht so viel Frust generiert. Das denke ich mal, das macht viel Sinn. Ja, ich gehe jetzt nicht mehr in die Kameraperspektive, sondern verabschiede mich einfach von euch und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Da werden wir dann an an das Bauen der Figuren gehen und danach dann die Figuren auch entsprechend mit ein wenig Farbe versehen. Ja, würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!